But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so I'm back. Things hang all over you, I'll let you tell it. Turbulent geht es zu in dieser allzu feuchtfröhlichen WG aus Berlin. Jan, alias Lucy, 21, gibt die Tauschmutter. Ihre Brötchen verdient die bärtige Dame mit der Travestiekunst. Nico, 23 und bester Freund von Lucy, genießt das Leben in vollen Zügen. Heike, 50, ist WG-Dauergast und liebt es noch immer, das Tanzbein zu schwingen. Kevin, 21, ist Azubi für Marketing und Kommunikation und teilt seine Partyleidenschaft mit den WG-Lern. Und auch Caro, 20, liebt das Nachtleben, trotz Job als Filialleiterin einer Fastfood-Kette. Das ist Großfamilie Weigmann aus Jevenstedt in Schleswig-Holstein. Mama Rebecca, 39, ist gerne mit ihren 6 Kindern, Anhang und Enkeln auf dem Lande und genießt das einfache Leben. Seit 20 Jahren an ihrer Seite und Vater der Kinderschar ist Gatte Sven, 40. Der freiberufliche Hausmeister ist zwar von der Hausarbeit befreit, kümmert sich aber draußen um alles, was anfällt. Älteste Tochter ist Verena, 20. Sie hat das Leben bei Mama und Papa noch lange nicht satt und wohnt nach abgebrochener Ausbildung zur tiermedizinischen Assistentin immer noch zu Hause. Gemeinsam lebt sie mit Freund Oliver, 22, noch in ihrem Kinderzimmer. Beide sind arbeitssuchend. Jasmin, 18 und alleinerziehend, genießt ebenfalls mit ihrem Sohn Marlon Jason 8 Monate das Elternparadies. Jasmins Schwester Sophie ist 16 und Fabian, 11. Beide gehen auf die Hauptschule. Florian, 8, besucht die Grundschule. Nesthäkchen Pia, 4, ist zu Hause bei Mama. So, jetzt aber. Zum Wohl. Zum Wohl. In die Augen gucken. Ja. Und abstellen. Flüsterchen. Mein Lebensmotto ist Spaß haben, den Tag leben, und aber nicht verleben. Und ja, wir feiern einfach, wir haben Spaß. Herzlich willkommen in der schrillsten Party-WG Berlins. Das ist mein Himmelreich. Das hier ist mein persönlicher Arbeitsbereich, wenn ihr versteht, was ich meine. Geile Maus, geile Maus. Du siehst einfach super aus. Ja, hier verwandle ich mich jeden Tag zur Lucy. Ich bin seit 7 Jahren Travestiekünstler und die Rolle der Lucy gehört zu mir wie mein täglich Brot. Geile Maus, geile Maus. Das hier ist das Zimmer von meinem Mitbewohner Kevin. Hier ist zwar keine Nacht Ruhe, chronisch untervögelt ist er nicht, aber er braucht dringend einen Partner, so geht es nicht weiter. Hier steht zwar ein bisschen Putzzeug, aber das lassen wir da auch, denn Putzen übernehmen bei uns die Profis. In unserer WG steht Spaß haben an erster Stelle. Ohne Prosecco geht bei uns gar nichts. Mein Leben ist mir zu kostbar, um nur am Herd zu stehen. Schauen wir mal. Zieh die Schuhe aus, ich halte den Platz bereit. Das sieht nach Küche aus. Ja, ja. Okay. Bitte nicht benutzen. Kochen verschwendet kostbare Lebenszeit. So eine Einstellung. Heute fand ich einen Suppenknochen, leider mitten im Dreck. Mamische? Hast du da ein bisschen Nassfutter? Lecker beim Mülleimer, wa? Gut abgestellt. Ja, Schnaps. Wie soll's doch sein? Am Schluss rennen wir, weil keiner mehr was checkt. Was passiert uns nicht mehr, bleib beim Sex. Empfange jeden Gast so, als wärest du Gastgeberin einer schrillen Party. Das ist ja echt der Hammer. Oh, ne. Bediene dich, je schriller und bunter, desto besser. Oh, nein. Die scheinen echt den ganzen Tag hier zu sitzen, sich nur zu schminken. Okay, das Badezimmer. Bevor dein Tag beginnt, Style. Ich hab gar keine Zeit für. Leute, was denken die sich? Von Natur aus schön ist sie. Hallo, liebe Tauschmama. Du hast Glück, denn du bist Gast bei der coolsten Party der Welt. Okay. Einmal in der Woche habe ich einen Job in einer Szenebar.
Und diese Aufgabe wirst du übernehmen. Du musst die Gäste bespaßen und sie mit reichlich Alkohol versorgen. Okay, da schauen wir erstmal, ob ich das mache. So sehe ich bestimmt nicht aus. Es ist immer jemand da, wir kriegen ganz viele Gäste. Und ja, ich will auch, dass die Gäste wiederkommen, wenn ich wieder da bin. Also es ist deine Aufgabe, die Gäste hier ordentlich zu empfangen, Gebühren zu empfangen und denen einen ganz tollen Aufenthalt bei uns zu bescheren. Okay, das werde ich hinkriegen. Gäste haben wir auch viel. Ich werde das schaffen. Du musst dich auch zurecht machen, schrill anziehen, kunterbunt. Je auffälliger, desto besser. Und ich möchte, dass du mich würdig vertrittst. Ich werde dich in meiner Person würdig vertreten, aber nicht so, wie du aussiehst und schon gar nicht so krass geschminkt. Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Hallo, Kevin, hallo. Rebecca. Der beste Freund von... Rebecca, hallo. Hallo, Heike. Rebecca, hallo. Hallo, Nico. Hallo, Rebecca. Du siehst zwar nicht gerade die Hübscheste, aber man kann auf jeden Fall aus ihr was machen. Eure Lucy ist sehr ländlich gekommen. Oh nein. Und mit viel Arbeit. Oh nein. Und sehr Kinder? Viel. Ja. Wie viele hast du? Sechs. Das ist mal heftig. Wie sieht's aus da so bei dir mit Party in dem ländlichen? Mit Party ist gar nicht. Gar nicht? Wenn sie Party machen möchte, muss mein Mann sie fahren. Okay. Wer putzt bei euch? Weil das macht eine Putzfrau. Weil ihr es nicht könnt, nicht wollt oder keine Lust habt? Weil das einfach viel zu viel Zeit vergoldet. Ja. Okay. Also der Gedanke für mich, schlafen zu gehen und nicht auszustehen zu müssen nächsten Tag, weil keiner ein Frühstück von mir haben will, ist echt komisch. Also ich wundere mich gerade über mich selber. Ich genieße die Ruhe gerade. Ich finde das wirklich mal schön, keinen Trubel zu haben. Es ist für mich echt überraschend, aber ich werde die Zeit nutzen, mich gleich erstmal in Ruhe fertig zu machen. Werde mir mein Strickzeug nehmen, was ich sonst nicht schaffe zu Hause. Was ist denn hier los? Kein Prosecco auf dem Tisch? Kein Prosecco? Du sollst doch unsere Lucy ersetzen. Ja, aber ich wusste nicht, wie viele kommen. Es stand kein Prosecco da, es war keine Partystimmung. Und da war ich so ein bisschen sehr enttäuscht. Deine Party ist nicht schön. Sie passt zu dir. Also wie er schmeckt, weiß ich, kann's voll machen. Ist ja genug da. Prosecco trinken, nachmittags schon, ja. Was bei mir natürlich überhaupt nicht ist. Warum macht ihr das jeden Tag? Wir schließen damit einfach den Arbeitstag ab und fangen an mit Party. Das wird sozusagen unser Feierabendgetränk. Ja, aber dann seid ihr doch abends gar nicht mehr fähig, geradeaus zu laufen. Doch. Dann habt ihr doch schon genug im Tee, oder? Nein, das ist die Übungssache. Nein. Also ich finde, wenn man so viel Alkohol trinkt wie die, sollte man eventuell aufpassen. Weil wenn ich den Alkohol brauche, um wieder runterzukommen oder hochzukommen, ist es für mich schon grenzwertig. So, und du bist die Tauschmutter. Hallo. Hi. Erklär doch mal ein bisschen ihre Aufgaben. Ja, nee, ich gehe ja zwischendurch immer durch und verteile Schnäpse, um sie ein bisschen anzuheizen, trinke natürlich auch einen mit. Okay. So, und einfach freundlich sein, die willkommen heißen, auch wenn Leute reinkommen, Hallo sagen, einfach präsent sein. Aber erstmal, warte, dann fangen wir an mit dem ersten Becherchen. So, schönen Abend. Das muss ich aber mitgehen. Mach ich doch grad. Sehr gut. Zum Wohle. Zum Wohl. Bitte. Dankeschön. So, Mutti nimmt so ein. Naja. Dann mal. Kost. Zum Wohle. Und weg. Er hat das schon Spaß gemacht, man hat sie auch angesehen. Also ich glaube, die hat mal ein bisschen da abschalten können von den vielen Kindern und den ganzen Haushalt, den sie zu schmeißen hat. Also. So, Rebecca, naja, da habe ich doch was. Die Lucy, wenn die immer hier ist, die tanzt immer hier auf dem Tresen rum. Ja, nee, ist klar. Was? Nee. Na? I learned how to get along, and so you're back from out of space.
die war auf einmal irgendwie so, auf einmal ganz anders irgendwie. Hut ab, Respekt, ich hätte es nicht gemacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es doch für mich so eine leichte Aufgabe ist, weil ich natürlich auch vom Dorf komme, aber in so eine Großstadt gelandet bin. Aber ich fand, das fand ich saugeil. Hallo meine Lieben, geht's euch gut? Ja, immer. Und zwar, heute ist Tag der Regeländerung. Eine Regeländerung wäre, wirft das Geld nicht aus dem Fenster. Das betrifft das Putzen. Putzfrau kostet Geld und das Geld kann man sparen, indem man das vielleicht für den Urlaub spart oder man kauft sich neue Klamotten oder ich weiß nicht, neue Vorhänge. Wie auch immer. Dazu haben wir zu unterschiedliche Arbeitszeiten, dass wir das ehemals gemeinsam machen könnten. Zum alleine Putzen haben wir keine Lust. Und da wir jeder von uns unser eigenes Geld verdienen, haben wir uns so geeinigt, dass wir wirklich jeder ein bisschen von sich zugibt und wir davon uns die Putzfrau leisten. Und ich habe auch genug Geld, um trotzdem noch im Urlaub zu fliegen oder sonst irgendwas zu machen. Also ich kann nicht verstehen, warum sich das ausgedacht hat. Dann wäre noch eine Regeländerung, ein Tag ohne Alkohol. Nee. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil wir abends immer ein Gläschen Sekt trinken. Es wird ja kein Besäufnis. Es gehört aber einfach dazu, abends mal ein bisschen was zu trinken und sich zu unterhalten. Man kann auch Spaß ohne Alkohol haben. Denkt bitte drüber nach und dann sehen wir uns später. Gibt es keine Versuchung mehr, kann man ihr auch leichter widerstehen, denkt sich Mama Rebecca in Berlin und macht sich an die Umsetzung ihrer Null-Promille-Regel. Hallo. Hallo, meine Lieben. Was steht denn hier auf dem Tisch? Setz du dich bitte hier hin. Wenn ich von Arbeit komme, möchte ich meinen Sekt haben, möchte einen Sekt trinken, möchte mich unterhalten, wie mein Tag so war und möchte nicht da sitzen und einen Tee trinken. Warum stellst du denn unseren Alkohol runter auf die Straße? Wir hatten ja diese Regeländerung und es ist alles gut. Trinke ich nicht. Alles. Trink keinen Tee. Ich möchte mich mit euch ruhig unterhalten, euer Tag war, schön, wie es euch geht. Bisher. Würde ich ganz gerne wissen. Und ich habe mir gedacht, da passt einfach ein Tee einfach besser dazu. Also heute gibt es gar keinen Sekt? Gar keinen. Ich gucke jetzt einfach mal im Kühlschrank, ob da welcher drin ist. Lässt du mich mal durch? Ja, selbstverständlich, bitte. Sehr schön. Gehen wir halt einen Sekt trinken, gell? Also. Nehmen wir mit? Nee, ich möchte nicht. Ich stimme. Ich finde es sehr traurig, dass viele junge Leute viel Alkohol brauchen, um halt den Tag ausklingen zu lassen oder zu starten vor allen Dingen. Ich fand es sehr gut, dass Heike geblieben ist, weil ich denke mal, Heike hat auch das gewisse Alter, um das zu verstehen, dass es nicht nur um Alkohol geht, dass es auch mal um Gemütlichkeit geht, um Beisammensein und halt nur um mal zu reden. Hallo Mama! Hallo meine Lieben! Oh mein Gott, seht ihr doof aus? Als ich die Lucy das erste Mal gesehen habe mit ihrer Schminke, da dachte ich so, wow, die ist krass geschminkt. Und du sagst immer, dass ich mich schon krass schminke und das im Gegenteil zu mir ist das schon richtig Hammer. Du bist auch so schön. Wir haben mit Lucy einen Reitausflug gemacht, der anfangs sehr schwierig war, da sie anfangs gesagt hat, dass sie ein bisschen Abneigung zu Kindern zeigt. Aber im Nachhinein hat sie es sehr gut gemeistert und hat ihre Angst überwunden und ist auch aufs Pferd gestiegen und hat alles prima geklappt. Abneigung gegen Kinder. Wie uncool. Wir vermissen dich. Liebe dich. Tschüss, meine Lieben. Bis bald. Make a love. Jetzt darf ich nach Hause. Ja, tschüss. Mhm. Tschüss, Heike. Du kriegst auch eine. Ja, aber nur eine Umarmung. Ciao. Tschüss. Komm gut heim. Komm ich. Alles gut. Komm gut heim. Komm ich. Okay. Tschüss, ihr Lieben.